Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Stoneheart. Ja, wir sind immer noch damit beschäftigt, hier unsere Truppe ein bisschen aufzurüsten. Dazu benötigen wir eine ganze Menge Stahl. Denn wir haben hier noch einige Footmen übrig. Wo seid ihr? Hier. Genau, Level 4, Level 3. Die würde ich gerne noch zu Rittern upgraden. Bei Bogenschützen haben wir 2, 4, 5. Und ich würde dann gerne noch einen weiteren Kleriker haben, aber dazu brauche ich noch einen Level Schlag mich tot. Ja. Herbalisten. Level 2. Das sollte man hinbekommen. Hast du noch genug zu tun? Damit du auf jeden Fall irgendwann mal dein Level abschaffst. Ein bisschen was hast du noch zu tun, na komm. Nur keine falsche Müdigkeit vorschützen. Und ja, das Problem an diesen Geschützen hier ist, was mir gerade so aus den Kommentaren wieder einfällt, man kann nur eins davon platzieren. Oder geht mittlerweile ein zweites? Wird das mittlerweile gepatcht? Ja, man kann nur eins davon hinsetzen. Eine Kritterfalle. Nun. Platzieren wir hier doch mal eine Falle hin. Okus Kalbankres Standarte. Die gehört jetzt uns. Die stellen wir mal hier hin. Moment. Moment, 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 Moment. Wo? Ich hasse es, wenn sich die Musik immer so drastisch ändert, dass nach einem Angriff gleich kommt. Wo? Dass da oben auf dem Berg ein paar von ihnen festsitzen, das ist mir bewusst. Liebe Gegner, wo seid ihr? Ach da. Nein, 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 du legst dich nicht alleine mit denen an. Bist jetzt komplett übergeschnappt. Du gehst erstmal hier hin. Nee, 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 nee. Ihr geht da alle gemeinsam hin. So schaut's aus. So, geht mal bitte alle hier hin. Oh, jetzt ist schon wieder Essenszeit. Ich hoffe, das wird kein Problem. Ich sagte, ihr sollt hier bleiben. Moment. Ich sagte, ihr sollt alle hier bleiben. Gut. Jetzt können wir auch gemeinsam die hier angreifen. Nee, nee, nee. Wobei, wir sollten erstmal den Heiler fokussieren. Bist du der Heiler? Nun gut. Jo, der Heiler wird fokussiert. Na komm, macht ihn direkt weg. Der soll gar nicht wissen, was da passiert ist. So, das ist doch ein guter Blickwinkel von hier aus. Sehr schön. Und? Haben wir es bald? Ja, nur kein Risiko eingehen. Oh, unser Kleriker verprügelt den ganz alleine hier. Na kommt, Leute. Gebt ein bisschen Gas. Wir essen ja zeitig. Ich kann die Kamera nicht... Doch, jetzt kann ich die Kamera wieder drehen. Manchmal kann man die nicht drehen. Hoppala, hier liegt ja noch ein Grabstein. Den würde ich mir gerne mitnehmen.
Haben wir gerade jemanden verloren oder ist das schon länger her? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nun gut, schauen wir mal. Ja, es ist schon alles länger her. Nun gut. Wobei, ja klar, produzieren wir Stahl. Jetzt brauchen wir Eisen. Das kann dann wieder weg. Stahl. Ja, da kannst du ein bisschen mehr machen. Und für diese Ritterrüstung etc. brauchen wir eine ganze Menge Stahl. Genau. Greift alle zu. Also ich hoffe, hier spawnt jetzt in der Zwischenzeit nichts anderes. Während hier der Loot von unseren Leuten eingesammelt wird. Also unsere gefallenen Kameraden. Und ich glaube, ich muss diesen Wald hier auch mal wegholzen. Das geht ja mal gar nicht. Man sieht hier einfach nichts. Genau, schlagt euch erstmal die Bäuche voll. Dann sehen wir weiter. Und ja, das Fire Pit wird jetzt erstmal nach irgendwo drinnen verlagert. Wobei, das ist doch auch Quatsch. Was wir hier definitiv hier machen, ist hier eine Mauer langziehen, damit hier keiner langkommt. Mauern. Mauern sind hier. Nee, gehen wir hier entlang. Oh, oh. Moment. So, Finish Editing. Bild. Yep. Das kannst du schon mal machen. So. Dann baut ihr mir mal hier eine Mauer auf. Hier sind ja noch mehr Bäume im Weg. Dann ist zumindest unser Trapper soweit sicher. Gut, Finish Editing. Und bauen. Ja, bitte. So. Dann müssten wir eigentlich hier mal das Zimmer hier einrichten. Das Gebäude endlich mal fertiggestellt wird. Oh, Herbalist Level 1. Gut. Gut, 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 gut. Moment, tu mal das Slice hier aus. Dann bauen wir auch eine Mauer hier entlang. Weil hier oben habe ich ja auch eine Mauer, genau. Ruckel, ruckel. Hier. Hierhin. Wunderbar. Yep, das darfst du bauen. Und wenn wir hier fertig sind, naja, dann bauen wir da oben noch Mauern hin. Und hier noch eine Mauer hin. Eine Karawane. Nee. Ist ein mieses Angebot. Warum kommen die mit solchen billigen Angeboten? Beziehungsweise Nachfragen. Ist doch Schwachsinn. Und gut, kann ich da jetzt Betten platzieren? Betten. Ja, ich kann jetzt hier Betten platzieren. Nö, anscheinend nicht. Das geht leider nicht, da oben Betten hinzusetzen.
Also als Wachturm ist dieses Gebäude ungeeignet. Es mag zwar schick aussehen, aber das war's schon wieder. Vor allem, dass es nicht mit Möbeln geliefert wird, wundert mich auch irgendwie. Nun gut. Warum denn nicht? Genau. Füllt hier einfach mal alles auf. Vielleicht sollte ich denen auch verbieten, hier Sachen rumzuschleppen. Sollen die sich einfach um ihre Aufgabe kümmern. Weil die verhalten sich ja jetzt mittlerweile irgendwie wie normale Dorfbewohner. Früher sind die einfach nur herumpatrouilliert, haben dafür gesorgt, dass alles überall safe ist. Oh, schon wieder so eine Versammlung. Kollaboriert ihr mit dem Engineer oder was? Plant ihr wieder einen Militärputsch oder so? Auf jeden Fall brauche ich mehr Stahl. Schmied. Habe ich noch einen Schmied? Ja. Der schläft. Ach so. Nö. Jetzt liegt er sich schlafen. Nun gut, nun gut, nun gut. Schlafenszeit. Und ich müsste auch mal die Schlafquartiere ausbauen. Aber damit warten wir wirklich erst, bis diese Mauern hier soweit fertig sind. Das ist auch sehr... Ach ja, ihr kommt ja mit dem Gerüst ja nicht auf die andere Seite. Stimmt. Ich hätte die Büsche zwar weghacken können, aber... ist ja auch nicht notwendig. Guck mal, ein Waschbär. Und ein Fuchs. Ich frage mich, ob die da noch weitere Tiere einfügen. Und hier wirkt es irgendwie sumpfig. Naja. Während der Nacht ist ja aber nicht viel los, weil alle immer am Schlafen sind. Ah, die brauchen ihren Schlaf. Haben wir eigentlich noch genug zu essen? Weil ich glaube, es lohnt sich schon, hin und wieder mal was kochen zu lassen. Na komm. Oh, wir haben nicht mehr allzu viel Fleisch, sehe ich gerade. Nun, da muss ich unser Trapper mal ranhalten. So, so, so. Na gut, der Friedhof wird dann auch erstmal wieder weitergebaut, wenn es hier die Mauerabsicherung gibt. Da oben habt ihr noch nicht angefangen. Und der Morgen graut. Und das Spiel meint, es müsste wieder ruckeln ohne Ende. Na klar, es ist zwar nicht ganz so schlimm wie bei der einen Folge, aber naja, es nervt trotzdem irgendwie. Und ja, die FPS sind stabil. Jammer aber auch. Vielleicht haben wir wieder zu viele Objekte rumliegen. Vielleicht sollten wir mal das Lager hier auflösen. Hier passt ja überall noch eine ganze Menge rein. Von daher würde ich mal sagen, lösen wir einfach mal das Lager hier auf. Oh wey, jetzt wird es noch ein bisschen ruckeliger. Oder die kommen einfach nicht damit klar mit diesem Bauauftrag. Das ist vielleicht zu viel für die. Könnte auch sein. Die Hardlings sind da schon ein bisschen weniger stressresistent. Ihr könnt das halt auch direkt zur Baustelle schleppen, so ist ja nicht, ne? Oh, guck mal. Jetzt läuft's wieder. Anscheinend hat die das Lager hier gestört. Ah, Autosave, gut. Jupp, die haben sich einfach dieses Lager gestört, würde ich jetzt mal eiskalt behaupten. Nun gut, nun gut, nun gut. Schmied. Ah, Daily Update. Akzeptieren. So, jetzt sind wir wieder 26. April Heart.
Ja, das ist jetzt das Problem. Du kommst jetzt nicht mehr runter. Moment, ich baue dir mal eine Leiter hier hoch. Das bitte etwas zügiger. Nee, also in den Bergen zu wohnen ist ja auch irgendwie ein Quatsch. Vor allem, wenn du dich da irgendwie einbunkerst, ne? Dann kommen deine Hardlings einfach nicht mehr zu dir. Das wird jetzt ewig dauern, bis hier die Maren fertig gezogen sind. Weil erst dann fangen sie wieder an, da die Leiter hinzustellen. Auch wenn wir dich kaum gekannt haben, können wir uns eigentlich von dir wieder verabschieden. Oder du könntest dich einfach runterbuddeln. Wäre ja auch eine Option. Naja, ich würde ja sagen, du fällst mal diesen Baum, damit du dir die Leiter selber bauen kannst. Das Problem ist, die Leiter muss höchstwahrscheinlich von unten begonnen werden. Ach du Schreck, ruckelst du wieder. Dabei ist das Spiel gerade neu gestartet. Also vor 16 Minuten. Moment mal kurz. You save. Und load game. Vielleicht wird es dann nachher besser. Weil das Spiel ist ja nicht für längere Sessions ausgelegt. Kann man mal gucken, ne? Ob das so hinhaut. Und? Läuft's bei euch wieder? Ja doch, speichern und laden. Genau, das ist der richtige Spielstand. Sehr gut. Wenn ich einem Hardlink jetzt sagen könnte, hey, du, bau mir erstmal das da fertig, das wäre schön. Ich glaube, das geht ja soweit nicht. Weil hier kommt man hoch, hier kommt man hoch. Und hier geht es dann halt nicht mehr weiter. Nun gut, sobald die Leiter steht, muss halt die Stadtwache direkt mal hier hochrennen und das hier alles platt machen. Nutzt ja sonst alles nichts. Oh, guck mal. Der Nekromant ist rausgekommen. Mr. Putschig. Ja, Mr. Putschig, mein Kleiner. Und deine Skelettfreunde sind auch hier draußen. Und deine Zombiefreunde. Habt ihr euch mit denen hier geprügelt oder was? Sieht da putzig aus. Schön. Nun gut, nun gut, nun gut. Oder wenn man einfach mal einen Spawnpunkt festlegen könnte, dass man sagen könnte, hey, yo, spawn mir bitte nicht da oben. Das wäre auch irgendwie gut. Weil so habe ich ja ehrlich gesagt gar keine Chance, an die junge Dame da oben ranzukommen. Na kommt, Leute, gebt ein bisschen Gas. Wobei, Moment, 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 Moment. Na gleich, ihr seid ihr gleich fertig. Pausieren, genau. Ja, hier seid ihr auch gleich fertig, das brauche ich nicht pausieren. Es wäre trotzdem schön, wenn da oben endlich mal jemand mal eine Leiter bauen würde. Ah, guck mal, jetzt räumen die Bogenschützen für den Trapper hier auf. Das waren damals noch Zeiten, als hier immer alles voller Dreck lag. Naja, Dreck ist das falsche Wort. Also Waschbärpelze und Fuchspelze und rohes Fleisch. Na komm, geben wir noch ein bisschen Gas. Denn ich würde schon gerne hier die April, oder wie sie heißt. Genau, April würde ich gerne doch retten. Naja, die gehen aber erstmal Brotzeit machen. Wie sich's halt gehört, ne? Jupp, und da jetzt auch hier überall Essen gelagert wird, rennen die alle erstmal da rein und suchen sich erstmal einen Sitzplatz hier draußen.
Wenn die ganzen Sitzplätze erstmal belegt sind, dann gehen sie hier rein. Weißt du was? Passieren wir mal das Gebäude ebenfalls. Nein, nicht hier. Genau. So, ist da schon jemand unterwegs? Nun. Ja, du sammelst dir erstmal alles ein. Ist in Ordnung, ist genehmigt. Du brauchst jetzt nicht mehr rüberrennen, das Gebäude ist pausiert. Könnt ihr nicht einfach mal diese Leiter hier bauen? Ist das so kompliziert? Und jetzt bringt ihr wieder das ganze Holz wieder weg. Ihr seid ja clever. Wow, du hast da einmal hingeschlagen und das war's? Ernsthaft? Nun gut. Was sagt eigentlich mein Herbalist? Hast du noch genug zu tun? Ja. Und was guckt ihr so? Ah, ich glaube, ich kann ein bisschen mehr Stahl basteln. Gut. Wenn wir mit dem Stahl durch sind, dann könnten wir wieder Rüstungen bauen. Im Gold haben wir noch ein bisschen was. Silber haben wir noch ein bisschen was, aber Silber müssen wir dann auch ein bisschen einschmelzen. Oder ich mache die direkt nur aus Stahl. Weiß ja nicht. Und, wird es da oben jetzt langsam was? Ah, gut. Und du hast nicht genug Holz mitgeschleppt. Ist nicht wahr. Kommt da jetzt noch jemand? Naja, meine Freunde, ich würde da mal sagen, ob die April gerettet wird, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bald fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.